schreckliche Stunden. Die Sekunden krochen dahin, während Luca auf dem Gang darauf wartete, etwas von den Ärzten zu hören. Nach einer halben Ewigkeit kam eine Schwester aus dem Zimmer, doch sie beachtete ihn gar nicht, sondern rannte nur davon. War das ein gutes Zeichen? Wenn Lila schon tot wäre, würde sich die Schwester doch nicht so beeilen, oder? Aber vielleicht ruft sie ja auch schon in die Stadt an. Luca wollte gar nicht darüber nachdenken, wie er ohne Lila weiterleben konnte. Es war erträglich gewesen, sie zu lieben, mit dem Wissen, dass sie jemand anders liebte. Aber schon alleine die Vorstellung, dass es eine Welt ohne sie geben könnte, nein, das ging nicht. Sie musste überleben. Er wurde jäh auf seinen Gedanken gebissen, als die Tür zu Lilas Zimmer aufflog und die Ärzte ihr Bett herausschob. Sie lebte. Luca versuchte sich zu ihrem Bett durchzukämpfen, aber ein junger Arzt hielt ihn zurück. Ihre Freundin muss sofort in den OP. Sie hat eine schwere Hirnblutung. Gehen Sie nach Hause. Der OP wird einige Stunden dauern. Sie rufen Sie an, wenn sich etwas an ihrem Zustand ändert. Aber Luca wollte und konnte nicht gehen. Nicht jetzt, da wieder Hoffnung bestand. So schleppte er sich in den nächsten Stunden durchs Krankenhaus. Sein Handy klingelte mehrmals, aber er bemerkte es gar nicht. Sicher weiß nur seine Mutter, die wissen wollte, wo er war, dem die Schule bei ihr angerufen hatte. Als die Ärzte nach 4 langen Stunden Lila endlich zurück in ihr Zimmer brachten, sah Luca um Jahre gealtert aus. Aber das war ihm egal. Die Hauptsache war, dass Lila lebte. Er eilte an ihr Bett, um ihre Hand zu drücken, als er ein leises Wimmern vernahm. Tight.